Ja, Stefan Küng, was oder wer hat Sie jetzt am meisten angestachelt, diesen Sieg zu holen, diesen grandiosen Sieg? Ja, das ist die Rennfahrer. Ich meine, das ist ein bisschen verrückt, glaube ich. Ich bin hier im Studio in Zürich. Michael Matthews, der lebt in Monaco, ist auf seinem Balkon. Und wir fahren Rennen und ich glaube, man hat es uns angesehen. Also all in, also wirklich, ich habe fast Krämpfe jetzt. Im Schlusssprint, das ist, ja, also ich glaube, solche Schmerzen hat man wirklich nur im Finale einer großen Klassik. Und ja, wenn man sieht, dass man näher kommt und dann riecht man den Sieg, auch den virtuellen, und dann, ja, dann lässt man nicht locker.